Was geht ab? Wir haben Montag, 17.05.2021, glaube ich. Uhrzeit ist egal, und mein YouTube-Kanal bei einer Tafel hat 2030 Abonnenten, glaube ich. Es geht heute um Eintracht Frankfurt. Und gut, dass ich dieses Video 2 Tage nach dem letzten Spiel von Eintracht Frankfurt in Schalke mache. Oder zu Hause, ich weiß gar nicht, wo ich gespielt habe, ist mir auch egal. Ich glaub in Schalke. Aber egal. Ja. Wie das Spiel ausgegangen ist, wissen wir alle. Ja. Ich möchte hier mal wieder nicht so viel auf das Spiel eingehen. Ich habe es zwar am Handy gucken können, mehr oder weniger komplett. Aber wie so oft in letzter Zeit ist das Spiel, Fußball, um das es hier eigentlich gehen sollte, so weit in den Hintergrund gerückt, dass es mir schon fast peinlich ist und mir das weh tut, nicht über das Spiel an sich selbst zu sprechen. Das mache ich nicht, weil wir verloren haben. Ja? Ich hätte auch über das Spiel gesprochen, wenn wir verloren haben. Ja? Darum geht es nicht. Aber es ist einfach so tragisch, so tragisch bitterböse, was bei Frankfurt gerade los ist. Dass es mir schwerfällt, über das Spiel zu sprechen. Ja, wir haben bei Schalke verloren. Bei einer Mannschaft, die, glaube ich, gefühlt die schlechteste Saison in der Geschichte der Bundesliga in den letzten, weiß nicht, 20, 30 Jahren gespielt hat. Wo das Spiel angefangen hat. Ich habe vor dem Spiel einen Huni auf Eintracht gesetzt. Weil, also nicht nur, aber es war ja, also für mich war das so klar wie nichts Zweites, dass Eintracht dieses Spiel gewinnt. Wirklich, ja. Es war einfach safe. Es war einfach so, es gab nicht 0,1% Wahrscheinlichkeit, dass Eintracht das Spiel nicht gewinnt. Dann geht das Spiel los und du denkst dir tatsächlich, jetzt absolut nichts gegen Schalke, aber du denkst dir tatsächlich, bei jedem Ballkontakt von Schalke, ey, das ist nicht meine Zweitligatruppe, die da auf dem Platz steht, weil die einfach so hilflos wirkten. Mit dem Ball. Da ging gar nichts. So viele Fehlpässe und 90 Minuten plus minus paar zerquetschte Halbzeit und so. Und her. Danach stand es 4-3 für Schalke. Schalke hat uns 4 Dinger reingehauen. Ich wiederhole, Schalke. In der kompletten Saison, ja, nicht einmal das Tor getroffen haben. Klar, die haben ihre 20 Saisontreffer oder was die da haben, ich weiß es nicht, aber das ist ein Witz. Das ist ein Armutszeugnis ohne Wenn und Aber, was Schalke da im Sturm profitiert hat diese Saison. Hat 4 Tore gegen Eintracht Frankfurt gemacht. Eintracht Frankfurt hat selbst 3 Tore geschossen und es hat nicht gereicht gegen Schalke. Gegen Schalke, ja. Klar, Schalke hat immer noch den Namen, weil die vor nicht allzu langer Zeit eine Top-Adresse waren in Deutschland. Das ist lange vorbei, die Zeit. Zweite Liga. Und wer weiß, wirklich, wer weiß, ich wünsche es wirklich. Ich wünsche es Hamburg und ich wünsche es Schalke, weil ich immer pro Tradition zu einem bin. Aber auch dann einfach fair, hart, aber gerecht sagen muss, wenn eine Mannschaft runter muss in die zweite Liga. Und bei Hamburg war es Zeit. Bei Hamburg war es Zeit, was sie da 10 Jahre veranstaltet haben mit diesen. Und die Mannschaft konnte nichts dafür. Das war die Vereinsführung da. Oder was auch immer das Vereinsführung, wenn man das so nennen möchte, mit deren Investor da. Ja. Und mit Schalke hat sich das selber angedeutet. Ich habe es vor der Saison gesagt. Wie oft? Ihr habt es alle gesehen. Ja. Es war klar, dass Schalke runter muss irgendwann. So. Ich hoffe, dass die beiden aufsteigen nächstes Jahr. Aber man sieht an Hamburg, wie schwer das ist. Ja. Und dass Schalke direkt zurückkommt, ist keine Garantie. Egal. Gegen Schalke verloren. Verloren. Champions League AD. Ja? Hey. Ich will gar nicht auf diesem Thema, ich will gar nicht so sehr auf diesem Thema rumreiten, was Freddy Bobic und Adi Hütter gerade mit Eintracht Frankfurt veranstalten. Ja? Ich möchte einfach nur, dass die sich verpissen. Dass die sich verpissen. Und Eintracht Frankfurt den 400. Umbruch nacheinander gestalten darf. Ja? Und dass der so super verläuft wie die letzten, also dahinter steht so ein großes Fragezeichen wie noch nie. Ja? Klar,
sagt man jede Saison sind Leistungsträger oder Trainer gegangen und hin und her. Aber dieses Mal ist ein ganz krasser Umbruch, ja? Es wird was komplett Neues werden bei Inter Frankfurt, weil wir wissen noch nicht, was die verpasste Champions League mit dem Kader anrichten wird. Wir wissen nicht, was der Abgang von Trainer und Bobic mit der Mannschaft anstellen wird, weil wie viele hängen an Hütter und Bobic, ja? Wie viele hängen an der Champions League, die verpasst wurde? Wir wissen es nicht, ja? So Leute wie Kostic und so, die schon ewig hier sind, ja? Wo man denkt, ja, die sind schon hier, oder Jovic, der nur nach Frankfurt wollte und sowas. Ey, wer sagt euch, dass es nicht nur an diesen zwei Personen gelegen hat, dass sich bei dem Trainer so wohl gefühlt hat und bei dem Bobic, der ihn rausgeholt hat aus, wo wir ihn damals ausgeliehen haben, Porto, Lissabon, ich weiß nicht, wo er gespielt hat, ja? Puh, ja? Also, es wird ein ganz krasser Umbruch. Ich frage mich nur bis heute, also was diese beiden Personen dann noch von sich geben, wirklich, ich bin es satt, ich bin es leid und satt, das zu kommentieren, und das ist an Peinlichkeit und Erbärmlichkeit und Lächerlichkeit kaum zu überbieten und Frechheit wirklich kaum zu überbieten, ja, hat er tatsächlich gesagt, ich glaube, Bobic, tatsächlich gesagt, wir haben souverän die Euroleague erreicht, sagst du als, ich will nicht sagen noch verantwortlicher, weil das bist du nicht mehr, ja? Du bist schon woanders, ja? Aber sagt man, in der Position, wenn man nach dem 18. oder 19. Spieltag kontinuierlich auf einem Champions-League-Platz war, Mannschaften wie Bayern, Dortmund besiegt hat, Wolfsburg besiegt hat, ja? Leipzig unentschieden gespielt hat, alles hinter sich gelassen hat, also Dortmund 7 Punkte hinter sich gelassen hat, 6 Spieltage vor Schluss, dann der Chef sagt, er geht nach Berlin, ein öffentliches Hickhack veranstaltet und die Vereinsführung nicht informiert hat und dann selbstständig sich im TV seinen Abschied verkündet, dann öffentlich eine Schlammschlacht veranstaltet, sprich nach dem Motto mit dieser Ablöse und hin und her, dann der Trainer im Fernsehen sagt, ich bleibe, aber 3 Wochen später gegen die Mannschaft, gegen die wir als nächstes spielen, kurz davor verkündet, ich wechsle noch zu dieser Mannschaft. Kann sich das jemand nochmal wirklich vor Augen führen, was da eigentlich passiert ist? Eintracht Frankfurt ist in die Champions League marschiert, hätte sie auch erreicht. Ey, da bin ich sowas von überzeugt, ja? Und selbst wenn du Spiele verlierst gegen Leverkusen und Gladbach, was du verlieren kannst, normalerweise, gewinnst du solche Spiele, wie gegen Schalke und Freiburg. Und Augsburg haben wir noch gewonnen. Und du hättest auch gegen Mainz gewinnen können, ja? Es war nicht so, als hätte Mainz sein Feuerwerk abgeliefert, ja? Hättest du so gespielt, mit diesem Willen wie davor, ja? Da frage ich mich doch, warum in Wolfsburg der Trainer seit Wochen, mindestens genauso lange wie Adi Hütter, ich will nicht sagen in der Kritik steht, aber dasselbe Theater hat von den Medien, dass er die Fragen, wechselst du, was machst du jetzt, bleibst du, gehst du, und er sagt einfach, ich will darüber nicht reden. Und auch jedem ist klar, dass er gehen wird wahrscheinlich. Er sagt aber, ich will nicht darüber reden. Und scheißegal, was die Medien sagen, was haben die nicht schon berichtet? Glasner ist schon fast sicher in Frankfurt. Glasner wird nach Red Bull Salzburg gehen. Ist egal, er sagt einfach, ich will nicht darüber reden. Und Punkt. Und warum kann diese Mannschaft ihre Leistung bringen? Ich muss auch sagen, ich bin davon ausgegangen, dass sie vielleicht einbrechen. Weil ich auch von so einem Theater ausgegangen bin, ja. Aber nein. Leipzig konnte Leistungen bringen. Die haben Wolfsburg hat ihr Ding gemacht. Hat gewonnen. Punkte geholt, Champions League eingefahren, ja. Obwohl dasselbe Theater in den Medien da war. Hört er dagegen? Sagt, er bleibt. 3 Wochen später sagt er geht. Und zwar nach Gladbach. Genau da wollen wir hingehen. Sagt er hat es nur gemacht, um keine Unruhe reinzukriegen, um die Mission zu erfüllen. Wolfsburg, wo kontinuierlich Unruhe ist, spielt souverän die Saison zu Ende, wie sie die meiste Zeit der Saison gespielt haben. Aber nein, Frankfurt. Und da muss nicht ein Mensch mir ankommen und mich tatsächlich versuchen zu überzeugen, dass es nicht an Bobic und Hütter liegt, dass wir eingebrochen sind.
wie immer unter Hütter. Gladbach, macht euch mal drauf gefasst, dass ihr die letzten 10 Spiele in der Saison immer einbrechen werdet unter Hütter. Egal, ob ihr Euroleague spielt oder nicht. Es ist irgendwie so, ja. Das reicht nicht mit der Motivation in einer Saison bei Hütter anscheinend, ja. Es reicht nicht für die letzten 5, 6, 7, 8, 9 Spiele, ja. Nein, Hütter hat es gemacht, damit keine Unruhe herrscht, damit wir Champions League erreichen. Aber wow, ja. Bei uns Theater des Grauens, verlieren quasi jedes Spiel, spielen nur noch Scheiße, kriegen auf einmal gegen, was war das? Gladbach, war das nicht 4 Gegentore? Leverkusen 4 Gegentore. Schalke 4 Gegentore. Wie kriegst du gegen Schalke 4 Gegentore? Wirklich, ja? Ey, das ist halt so. Das ist halt so. Wenn, da kann ich keinen Vorwurf machen. Da mache ich auch niemanden Vorwurf. Aber das ist einfach so. Man muss irgendwann abwägen. Was willst du? Willst du Menschen, die aus dem Verein kommen, die hier so krass mit dem Verein verankert und verwurzelt sind, dass die wirklich für den Verein bluten? Das ist so wie bei uns Fans, ja? Aber vielleicht hast du da nicht die Qualität, um den Verein auf das nächste Level zu bringen. Ist dir das aber lieber? Oder du holst dir halt diese Externen, die gerade auf dem Markt verfügbar sind, die über eine Qualität verfügen, den Verein weiterzubringen, ja? Das haben wir gemacht. Und es hat uns auch alle gefreut. Und wir werden alle scheinheilig, wenn wir jetzt nicht sagen, boah, das war, die letzten Jahre war schon Weltklasse für Eintracht-Verhältnisse. Dann muss man aber damit leben, dass die uns verlassen. Was vollkommen okay ist. Was vollkommen okay ist, wenn einer das auf eine korrekte Art und Weise macht. Ey, ich war hier in Frankfurt, wir hatten unglaublich geile Jahre hier, haben das Beste rausgeholt, was wir konnten. Wir werden die Saison noch uns reinhängen und alles dafür tun, dass wir das super Abschluss hier hinlegen und sowas. Aber danach möchte ich mich verändern, möchte dies, möchte das. Super, danke, schade, geil, aber dass du hier warst. Vielen Dank für was du für uns getan hast. Aber mal wieder, herrscht hier so eine Situation von Menschen, die einfach sowas Gegenteiliges vorgelebt haben, seitdem sie hier in Frankfurt waren. Deswegen ist man ja so geschockt als Fan, dass sowas Gegenteiliges vorgelebt haben, und dann bricht der Verein wieder so ein auf der Zielgeraden, so knapp wie noch nie. Man muss ja wirklich sagen, wir waren ja tatsächlich auch unter Kovac, ja, gut unter Champions League unterwegs, dann ciao, Wechsel, weg, ja. Da waren wir unter Hütter, Euroleague, super, ja, da, auch noch sehr, sehr lange um die Champions League mit dabei gewesen, dann eingebrochen, ciao, Kakao, leider nicht geklappt, diesmal so knapp wie noch nie, mit so einem Vorsprung wie noch nie, so kurz vor Saisonende. Ciao, Kakao. Es ist unglaublich einfach. Es ist unglaublich, ja. Deswegen will ich einfach nur noch, dass diese zwei Typen sich hier verpissen. Ja. Und ich möchte wirklich, ich krieg richtig Hassgefühle, wenn ich überhaupt noch an die denke. Was unfair ist, weil ich möchte nicht so fühlen, wenn ich an die denke. Ja? Aber weil die eigentlich die erfolgreichste Zeit von Eintracht Frankfurt hier mitgestaltet haben, ja? Und umso unverständlicher ist es, dass sie es geschafft haben, was sie sich hier über Jahre aufgebaut haben, in so wie Thanos bei Expendables, wie Thanos bei Avengers, mit einem Fingerschnipsen haben die alles zerstört, was sie sich da aufgebaut haben. Es ist unglaublich einfach so, ja? Nicht nur, dass sie gehen, ein Kovac ist auch gegangen und okay, er hat den DFB-Pokal noch gewonnen, ja? Und mit Kovac war es auch unschön, ja? Aber bei aller Liebe, es war nicht alles sauber, ja, aber er ist dann zu Bayern gegangen, konnte man irgendwo nachvollziehen, Bayern halt, ja, gelockt und so hin und her, aber ich denke bei weitem nicht so schlimm zurück über Kovac, über seinen Abgang, wie jetzt hier, ja, schon jetzt im Voraus sage ich das. Weiterhin denke ich mir, jetzt kommen Spieler, die jetzt ihren Mund aufmachen und das auch kritisieren. Ja? Das ganze Thema, man geht, man verlässt den Verein, dies und das von dem Trainer und dem, ja. Da muss ich auch sagen, ja, so gern ich mich hier aufregen möchte über unseren noch Trainer und gewisse sonstige und dann noch diese Frechheit, diese Äußerungen von diesen Personen, scheiß drauf, ja. So gern ich mich darüber aufregen möchte, muss ich dann aber auch so fair sein und einfach sagen, ey, bei allem Respekt, egal welcher Spieler du bist, für Eintracht Frankfurt, ihr solltet mal überhaupt nicht den Mund aufmachen.
überhaupt nicht den Mund aufmachen, ja? Und irgendwas dazu sagen, ja, weil der Trainer uns verlässt und sowas, ja? Es steht außer Frage, dass der Abgang und das Wie des Abgangs die Mannschaft unglaublich negativ beeinflusst hat. Die Leistung der Mannschaft. Aber wenn du als Mannschaft in der Position bist, so kurz vor Saisonende, so viel Abstand hast, 7 Punkte, auf dem Champions League Platz bist, ein vermeintlich einfaches Restprogramm hast und es nicht hinkriegst, selbst die Leistung auf den Platz zu bringen, die es erfordert, um das Ziel nach Hause zu holen, Champions League, ja? Dann, wie gesagt, würdest du den Mund nicht aufmachen. Würdest du den Mund einfach nicht aufmachen, ja? Der Großteil der Mannschaft, 90% oder noch mehr, keiner will jetzt nicht ausrechnen, irgendwas erzählen hier, keine Ahnung, hat noch nie Champions League gespielt. Es ist der größte Traum eines jeden Leistungssportler im Bereich Fußball, Champions League zu spielen. Weltmeisterschaft, Euroleague, Champions League, so, ja, das ist das höchste aller Gefühle bei jedem. 2, 3, 4 Spieler haben es vielleicht schon gemacht im Kader von Eintracht. Einige Spieler sind auch schon 100%ig weg bei neuen Teams, die wissen das schon. Ja, die haben sich vielleicht dann nicht mehr jetzt da so krass motivieren können. Warum auch immer, völlig unverständlich. Weil die sagen, ich bin eh nicht mehr hier, ist mir egal, was da passiert, ja. Aber der Großteil der Mannschaft, dass die sich, egal was der Trainer da praktiziert hat, dass die sich so beeinflussen lassen, ja, es kann einen Effekt haben, ja, aber dann sich dahin zu stellen, Papi ist weg, mein Papi ist weg, ja, der geht in eine andere Stadt in Deutschland, ich kann nicht mehr ohne ihn, ja. Sorry, wir reden hier immer noch von der ersten Liga in Deutschland, Profisport, ja. Man wird nicht gerade mit wenig Geld entlohnt, um als Profi bei Eintracht Frankfurt in der ersten Liga Fußball zu spielen für den Verein. Hast die ganze Saison über trainiert, kannst mir nicht erzählen, du bist platt, du hast keine Dreifachbelastung gehabt, ja, kannst mich erzählen, du bist müde, du bist platt, wir hatten sogar ein wunderbares Training, man muss wirklich eins sagen unter der Zeit von Adi Hütter, wenn man die Zeit zurück sich vor Augen führt, hatten wir sehr oft Verletzungen oder Spielausfälle durch Trainingsverletzungen, wirklich, das hatten wir so oft, und bei Adi Hütter hast du gefühlt wirklich kaum Ausfälle von relevanten Spielern, die sich im Training verletzt haben. Das muss man echt sagen, das Training war super. Ja? Ihr wart fit, ihr wart trainiert, ihr wusstet die ganze Saison über, also in der Mitte der Saison, da fing es ja an, super zu laufen, da war man eingespielt, man wusste genau, wie man zu Erfolgen kommt, wie man zu Toren kommt, wie man den Gegner bespielen muss. Da habe ich kein Verständnis dafür, dass man in den letzten Spielen so abkackt, das Fußballspielen verlernt, die Motivation nicht mehr da ist, der eine nicht mehr für den anderen läuft. Ist man da jetzt so eine beleidigte Leberwurst, weil Papi weggeht? Ja? Ist man nicht Profi genug? Kassiert man nicht genug Geld, dass man auf seine Arbeit nachgeht und alles gibt in jedem Fußballspiel für den Verein? Ja? Das kann ich nicht nachvollziehen. Das kann ich wirklich nicht nachvollziehen, was da teilweise für Leistungen gebracht wurden von Spielern. Auf einmal! Es geht nicht in meinen Kopf rein. Das geht nicht in meinen Kopf rein. Deswegen sollte kein Spieler den Mund aufmachen und sich beschweren, meiner Meinung nach. Ja? Weil ihr habt es verkackt. Ja? Ja, das, was die gemacht haben, war eine Schweinerei. Ich hab keinen Bock mehr da jetzt drüber noch drauf rumzutrampeln. Ja? Aber was ihr gemacht habt, so, ja, deswegen. Ihr könnt mir nicht erzählen, was hat der Trainer. Ja, es ist. Es sollte sowieso verboten werden, ohne Witz. Ja, ich rede jetzt einfach frei raus. Ja, ich habe mir jetzt keine Gedanken gemacht oder irgendeinen Plan entwickelt. So, ich kann nur sagen, dass es verboten gehört, dass wenn Spieler oder Vereinsverantwortliche oder Trainer, Spieler, ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich weniger, aber Trainer oder Vereinsverantwortliche in gewissen Positionen vorzeitig Verträge woanders unterschreiben, ja, wissen, dass sie bald woanders sind. Es gehört mit, ich wollte sagen Todesstrafe, jetzt nicht vielleicht Todesstrafe, aber es sollte hart bestraft werden, ja, wenn diese sich offensichtlich schon mit dem nächsten Job befassen, wobei man noch in der Verantwortung steht, dem Verein hier gegenüber, dem Fans hier gegenüber, dem scheiß Geld, was man verdient hier gegenüber. Es kann nicht sein, dass Hütter
sich schon mit Gladbach beschäftigt. Da die Transfers plant und wie, was die da machen wollen und so. Es kann nicht sein, dass Bobic sich das schon hinsetzt, dem alles scheißegal ist in Frankfurt, ja. Jetzt ankommt mit, ja, souverän die Euroleague erreicht, ja. Und man weiß einfach schon, man weiß, offensichtlich, das wurde ja bekannt gegeben von allen, von anderen Vereinen und sowas, ja. Dass diese schon, da Bobic ja schon arbeitet, nur noch für Hertha quasi. Eintracht ist schon egal, ja. Das darf es nicht sein, das muss verboten werden. Das muss einfach verboten werden. Ich weiß nicht, wie man das machen will, das ist nicht meine Aufgabe, das ist ein Konzept zu arbeiten, aber für einen Bruchteil von dem, was die da verdienen, mache ich es auch sehr gerne, kein Thema, ja. Darf nicht sein, ja, scheiß Regen jetzt auch, ja. Und, dass die Spieler das nicht hinkriegen, ja. Okay, der Trainer, der geht weg, er hat keinen Bock mehr auf Eintracht, ja? der hat auch keinen Bock mehr, weil alle auf den rumtreiben. Kann ich verstehen. Wenn du ein Bastard bist, dann musst du auch damit klarkommen, dass jeder dich wie ein Bastard behandelt, ja. Dann ist man noch eingeschnappt, ist man so, mi, alle, ich ist nicht meine Schuld, was wollt ihr, ja. Okay, Spaß, ja, fertig, ja. Aber ich glaube nicht, dass er dann da sich in der Kabine hinstellt und sagt, ja, ey, ja, spielt, wir wollten, ist egal. Glaube ich nicht. Er wird schon sagen, ja, ey, hier, okay, hier, wir spielen, du, so wie immer, macht euer Ding, so, ja. Und dann kann mir die Mannschaft nicht erzählen, ja, dass der Trainer sie nicht genug motiviert hat als Spieler, dass du es schaffen kannst, ja, mit noch ein paar Spiele und du bist in der Champions League. Du kriegst doch eh eine Champions League Prämie, du kriegst noch mehr Geld. Du kriegst doch mehr Geld, mehr Motivation, du spielst Champions League, kannst mit dem Besten am besten messen, dieses ganze Leistungssportgelaber, ja. Kann ich nicht verstehen, ja. Und, da braucht mir keiner erzählen, dass dann vielleicht die Vorbereitung auf den nächsten Gegner nicht so, ich weiß es nicht, ich war nicht dabei, nicht so gut war, nicht so intensiv war. Ey, eine Vorbereitung, eine Gegner zu studieren für so Spiele und sowas, ey, bei aller Liebe, damit holst du vielleicht noch die letzten Prozent raus. Die letzten Prozent raus, weil du weißt, okay, der Gegner, der schießt wenig mit links, der Spieler, der macht mehr mit rechts, der macht den Trick am meisten, der hat da eine Schwachstelle und sowas. Ja, damit kannst du noch ein paar Prozent rausholen, wenn du deine Spieler darauf einstellst und selbst wenn nicht. Und selbst wenn nicht, ja, mit der nötigen Qualität, die Eintracht Frankfurt hat, mit den Einzelspielern, ja, mit dem Lauf der Saison, mit der Möglichkeit, was sie zu erreichen haben, ja, mit dem besten Stürmer der Liga, Lewandowski klammern wir mal aus, weil das ist, der hat die Bayern-Vorarbeit da bekommen, Haaland, okay, der ist auch nicht schlecht, ja, aber so mit Silva, ja, mit allem drum dran, hat Frankfurt auch ohne, dass die wissen, wie jeder einzelne Spieler bei Schalke funktioniert, einfach nicht nur die Chance, es muss ein Sieg sein. Es muss ein Sieg sein und kein zu knapper in der Verfassung von Schalke und mit dem Hintergrund der Saison von Eintracht Frankfurt. Ja? Da müssen wir uns nicht unterhalten. Ja? Da brauchst du keinen Trainer, der den Gegner zwei Wochen studiert hat und ihn genau sagt, wie die zu spielen haben. Ja? Meiner Meinung nach ist so. Ja? Damit kannst du natürlich den entscheidenden Prozentpunkt rausholen, aber das sollte wirklich, wirklich keinen Unterschied machen bei so einem Spiel wie gegen Schalke ist. Da braucht mir keiner ankommen. Ja? Deswegen, es steht außer Frage, dass das, was da Adi Hütter und Freddy Bobic und Eintracht Frankfurt veranstalten haben, einfach, ich will sowas nie wieder sehen. Ich bin fast schon so weit, dass ich sage, ey, ich brauche keinen super, super qualifizierten Mann mehr da und da. Ich möchte lieber einen haben, der aus dem Verein kommt, der den Verein liebt, der alles für den Verein tut. Und wenn er dann nicht so performt, wie man sich das wünscht, dann ist es scheißegal, weil ich einfach weiß, er liebt den Verein und er leidet darunter. Er leidet darunter genauso wie alle anderen Vereine von Frankfurt und Fans und drum und dran, ja. Und dann habe ich es mit, ich glaube wirklich, dann habe ich es lieber, als wenn ich da verwöhnt bin und sage, boah, ey, Euroleague, Champions League und so weiter, ja. Ich glaube schon, dass es ist, ja. Und, fürchterlich, ja. Und, wie gesagt, will nicht auf den beiden nur rumtrampeln, weil ich sehe auch die Mannschaft absolut in der Verantwortung, ja. Die Mannschaft hat verkackt. Man kann sich genauso aufregen über die Mannschaft wie über die beiden, ja. Muss man auch einfach machen, ja. Ihr seid dumm. Ihr seid einfach nur dumm, was ihr da gemacht habt. Klar, ich stand nicht auf dem Platz und sowas, weil wenn ich auf dem Platz gestanden hätte, dann, glaub mir, ja, wären wir Meister. Aber, so. Ey, bitte, ich will keinen Spieler mehr von euch irgendwas hören, dass das mit Trainer nicht geklappt hat, dass es seine Schuld ist, ja. Ich möchte von Adi Hütter und Dings überhaupt nichts mehr hören, überhaupt nichts mehr, ja. Ich schwör's euch, ich will nicht, bitte kommt gar nicht erstmal ins Stadion beim nächsten Spiel, ja, wirklich. Adi Hütter, mach es bitte so wie Dirk Schuster oder wie der ist, meld dich krank für das letzte Spiel, wirklich, meld dich krank, lass es das mal, hier,
Ah, der kann, Krösche kann ja gar nicht, der hat ja auch Trainerschein. Kann er gar nicht. Der macht, ist mir scheißegal. Er ist mir wirklich scheißegal. Hier, da fährt einer irgendwie auf dem Fahrrad. Ich sehe gar nichts durch die Scheibe, weil es schon so beschlagen ist. Lass den da Trainer auf die Trainerbank. Oder diesen LKW-Fahrer, der gerade an mir vorbeifährt. Ja, lass den hier, Kollege, mach mal du auf die Trainerbank, ja? Der soll ich draufsetzen. Besser, besser, besser ist alles, als wenn ich diese Fresse noch einmal sehen muss. Wirklich. Und ich freue mich wirklich sehr, was Gladbach uns da eigentlich, sich da uns erlöst hat von etwas. Ja, wenn dann das wahre Gesicht rauskommt. Und klar, er hat seine Qualitäten als Trainer, aber ich bin sowas von überzeugt. Ich bin sowas von überzeugt, dass Gladbach in dieselbe Situation reinkommen wird wie wir. Ja, und deswegen, ja, ich kann, sorry, es hat nichts mit euch persönlich zu tun. Ich kann Hertha und Gladbach nichts Gutes mehr wünschen. Sportlich gesehen. Und freue mich, dass das bald ein Ende hat. Eine Woche noch überstehen, dann ist es vorbei und dann kann Eintracht Frankfurt sich auf weitere Aufgaben konzentrieren. Ich muss ja hier. Und dann kommt endlich was Neues. Ja, und wer der neue Trainer sein wird, boah, ey, ich kann es euch nicht sagen. Ich glaube, es steht schon lange fest. Haben heute ein neues spanisches Supertalent wieder verpflichtet, Fabio Blanco. Es ist auffällig, wie viele junge Portugiesen und Spanier wir holen. Kommt Raul? Ich glaube nicht, dass Raul kommt. Ja, ich glaube, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube, es würde gar nicht funktionieren. Es kann nicht funktionieren. Raul hat in der Jugendmannschaft von bei Real, kann da funktionieren, weil er da kein Superstar ist. Versteht mich nicht falsch, er ist ein Superstar. Aber bei Real sind alle Superstars. Alle Verantwortlichen da sind irgendwie, haben Rang und Namen und er kann in Ruhe arbeiten, hat die besten Talente des Landes, eine super Mannschaft und da kann er sich austoben und üben als Trainer. Funktioniert super. Wenn er nach Frankfurt kommt, der Name Raoul hat so eine Strahlwirkung, dass die ganze Welt nach Frankfurt gucken würde, er würde so unter Druck stehen, hat noch nicht so die super Erfahrung bei einer Mannschaft, die nicht real ist, ja, und das wäre ein Experiment, das kannst du nicht geben. Real kann sich solche Experimente geben. Mal sie dann auf die Bank setzen, mal den auf die Bank setzen, ja, weil die eine besten Mannschaften der Welt haben. Da ist es schwierig. Da musst du wirklich Homer Simpson auf die Bank setzen, damit die Mannschaft nicht unter die ersten 2-3 kommt, ja. Und deswegen, das ist da schwierig, nicht Leistung zu zeigen mit dem Kader, ja. Und deswegen können die auch mal sowas ausprobieren, Raul dahin zu setzen. Deswegen glaube ich nicht, dass er es wird. Ja? Und Glasner, boah, schwierig. Ich glaube mittlerweile auch nicht mehr, dass er es wird. Seon, da ist ja das Instagram-Ding mit Leverkusen. Ich lese alles, jeden Scheiß lese ich, ja. Irgendwie gab es da eine Meldung von Leverkusen und Eintracht und er hat Leverkusen geliked bei Instagram. Ich hasse Social Media, ja. Aber es hat schon eine gewisse Strahlwirkung, ja, wenn er dann den Post von Bayer Leverkusen likes anstatt denselben von Eintracht, ja. Könnte sein, dass es mehr, dass es schon ein Fingerzeig ist, worum es geht. Und, ja. Der Witz noch. Ich hoffe nicht, dass Eintracht mal zu lange geschlafen hat, ja. Am Ende zaubern die Flick aus dem Ärmel. Haha. Das wäre krass, ja? Das wäre à la Bunde. Ich lasse mich sehr gerne überraschen, ich weiß es wirklich nicht. Ich kann nichts dazu sagen, ich muss jetzt aber raus und es regnet so verdammt krass, ja? Aber egal, ey, liebe Leute, gebt eure Meinung ab zum Spiel, gebt eure Meinung ab zur Saison, gebt eure Meinung ab zum 5. Platz, Euroleague, ja? Souverän Euroleague erreicht, ja? Es ist auf der anderen Seite, wenn man die wirkliche Welt betrachtet und guckt, was so abgeht auf der Welt und so, ist es schon ein krasses Luxusproblem, wenn ich mich jetzt darüber beschweren kann, dass Eintracht Frankfurt nur den 5. Platz in der Liga geholt hat und sowas, ja. Wer bin ich? Ein ranghoher Eintracht Frankfurt Verantwortlicher, der in 2 Wochen woanders arbeitet, ja. So. Hey, ich wünsche euch alles Gute, ja. Bleibt gesund. Schreibt unter das Video, was ihr wollt. Gut, dass ich dieses Video 2 Tage nach dem Spiel gemacht habe. Nach dem Spiel. Ey, ich muss los. Haut rein, ciao, schreibt Dinge. Ja. Ein Spiel haben wir noch, Freiburg, ja. Und dann hoffe ich endlich, dass das Kapitel vorbei ist und Umbruch, nochmal 4000.